fängst ja wirklich für Adam und Eva an. Ja, also soll ich dir jetzt erzählen, warum wir zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum aufstellen oder nicht? Im Garten, da wuchsen die schönsten Pflanzen, Bäume, Büsche, Blumen. Papa? Ja, mein Schatz? Warum ist kein Foto von Opa in unserem Familienalbum? Ja, schlaf ein, vielleicht spricht Gott zu dir. Hinein in dein Herz, das wünsch ich dir. Gute Nacht, Papa, hab dich lieb. Ich dich auch, mein Schatz. Träum was Schönes. Du, meine Liebe, gehst auf eine Reise. Wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Zimmer? Ich bin Tama aus Adula. Kann das sein? Ist es wahr? Steht es wirklich da? Oder ist es ein Traum? Kneif mich mal. Aua. Wenn das stimmt, dann gehören wir zu seiner Geschichte. Verwandelst du, verwandelst du in Freude. Verwandelst du, verwandelst du in Freude. Was findet denn hier für eine Versammlung statt? Im Traum kannst du fliegen, so manches erleben. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Und er wird groß werden und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Es ist wirklich geschehen. Es war ein Wunder, den Engel zu sehen. Alles, was der Engel gesagt hat, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Und dein Wort werde wahr. Herr, es geschehe, bleibe du mir ganz nah. Weil du glaubst, dass Gott das tun wird, was er gesagt hat. Fandest Gnade bei Gott, bekommst deinen Sohn, den Retter der Welt. Jesus ist dein Name, Sohn des Allerhöchsten, Gottes Sohn, Erlöser der Welt. Heute habe ich den Messias getroffen. Er ist so viel mehr, als wir uns je erträumt haben. Behalte diesen Traum in deinem Herzen. Ist es wirklich passiert?